Hallo, herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Runde bei mir auf der Ellerbach Map. Jo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Freut mich sehr. Jo, ihr seht, ich habe hier schon ein bisschen angefangen, das Gras zu mähen. Und zwar geht es darum, ich möchte gerne Heu machen. Der Wetterbericht für die nächsten Tage erlaubt es uns. Es ist kein Regen vorausgesagt für die nächsten Tage. Hier sehen wir es nochmal. Heute 18, 21, 21. Auf dem Nachmittag 20 abends und 18 Grad auf dem Abend. Für morgen sind denn zwar keine so hohen Temperaturen, durchschnittlich 18 Grad, auf dem Mittag 22 Grad und abends werden es dann natürlich selbstverständlich wieder weniger. Aber es ist kein Regen vorausgesagt. Und das ist schon mal gut so. Auf jeden Fall mega wichtig. Denn schauen wir uns das noch mal kurz über unser Gerät an. So, wir haben eine Pflanzenfeuchtigkeit von 16%, Bodenfeuchtigkeit von 8%. Düngung haben wir im Moment noch nicht, weil wir haben ja das Grasfeld erst kurz vorher übernommen. Das heißt, Düngung war halt nicht mehr möglich. Der Fruchtstand war schon zu hoch. Genau so machen wir es. So, das können wir wieder wegpacken und wir machen dann halt direkt weiter. Weil ich möchte denn jetzt demnächst dann auch mit dem Milchvieh anfangen. Senken wir erstmal das Frontmähwerk. Hier ist der Entwarnungsvehikel erlaubt es uns, Front- und Heckhydraulik separat voneinander zu steuern. Und los geht's. Ja, mit dabei sind dann nach dem Update das Reha V1.1. Und das neue VCA. Nach dem Update haben wir ja hier für unseren Fendt ein Original Fendt Vario Getriebe. Das heißt eine Low- und eine High-Schaltung. Die High-Schaltung halt für Straßenfahrten und die Low-Schaltung halt für Feldarbeiten. Ja, ihr merkt sicherlich an meiner Stimme, ich bin da noch ein wenig verschluckt. Ich habe in den letzten Tagen die Männergrippe ereilt. Gott sei Dank war es nicht so doll. Ja, und in der Zeit, wo ich hier keine Videos aufgenommen habe, habe ich mich selbstverständlich mit dem Webbau beschäftigt. Beziehungsweise mit einer Webkonvertierung. Ich möchte ganz gerne noch eine Map hier rüberholen an die 19er. Eine doch sehr begehrte Map. Meines Wissens nach gab es sie auf jeden Fall schon im 15er und im 17er kamen sie auch relativ spät. Vielleicht spielen einige noch im 17er diese Map, wovon ich eigentlich doch arg überzeugt bin, weil es war doch eine sehr schöne Map. Wissen einige oder ahnen schon einige, welche Map ich meine. Ob diese Map denn zum Download kommt, das entscheidet selbstverständlich der Urmoder, nicht ich. Weil ihr wisst ja auf jeden Fall, ich brauche die Genehmigung von dem Urmoder, dass ich sie zum Download bringen kann. Der Urmoder bringt sie definitiv nicht zum Download. Das ist schon allgemein bekannt. Die Leute, die wissen, von welcher Map ich rede,
wissen auf jeden Fall, dass der Unmörder sie nicht mehr bringt. Im 19er. Er hat gesagt, er macht es nicht. Aber in einem letzten Livestream, den ich gesehen habe, auf dem Kanal von einem ganz bekannten YouTuber, war dieser Mörder auch dort zugegen, wo dieser YouTube-Mensch da war, sage ich jetzt mal. Derjenige, der es ist, der möchte es mir bitte nachsehen. Er hat gesagt, wenn die mit ordnungsgemäß bzw. zu seiner Zufriedenheit konvertiert wurde, ist er gerne bereit, die Genehmigung dafür zu erteilen, dass die Netz zum Download gibt. Aber wie gesagt, jetzt ist halt noch. Jetzt steht noch eine Sterne. Und, na toll. Mal gucken, das war jetzt hier den großartigen Schienen, kaum ein Müllwerk. Sehr ärgerlich. Weil die Kopf schon kaputt. Ja, die Grundvoraussetzung dafür, dass wir hier im LS19 neu machen in der Seasons, ist ja, dass die Pflanzenfeuchtigkeit unter 21% liegt und die Grünfeuchtigkeit, soweit wie ich bis jetzt gehört bzw. gelesen habe, sollte nach Möglichkeit unter 10% liegen. Wie gesagt, beide Sachen haben wir ja nachgeprüft, sind auf jeden Fall gegeben. Dann haben wir 3 Tage kein Regen, ist jedenfalls nicht vorausgesagt. So dass wir halt wirklich eine optimale Voraussetzung dafür haben, dass wir neu machen können. Entschuldigt bitte. So. Ja, wenn denn hier fertig. In den Wänden war noch das Gras einmal. Dann habe ich mich in Real Life ein bisschen schlau gemacht, wie unser Landwirt hier um die Ecke macht. Mit dem ein bisschen unterhalten. Sehr netter Mann, kann man nicht viel sagen. So, er meinte, er wendet das Gras zweimal am Tag. Einmal kurz nach dem Schnitt und einmal abends. Den nächsten Tag halt gleich morgens. Und dann nochmal abends oder auf dem Nachmittag. Das hängt je nach Wetterlage ab. Sagt er, das ganze Spiel macht er 3 Tage und dann hat er optimal Heu. Weil dann noch im Sommer kann er sich teilweise sehr ein Drittel mal wenden oder sparen, weil ja die Temperaturen in den letzten Jahren wirklich extrem gestiegen sind im Sommer. Und das Gras optimal alleine schon von der Sonne durchgetrocknet wird. Aber diese Entscheidung trifft er halt individuell, je nach Wetterlage. Und wir werden mal sehen, wie weit wir denn kommen. Ich denke mal, wir werden es auf jeden Fall dreimal wenden. Also 3 Tage lang wenden. Das war wirklich hier der Spielengine Genüge tun, sage ich jetzt mal. Ja,
Lust habe ich denn eigentlich schon mal wieder auf den Livestream? Eine Weile, bei mir gibt es eine kleine Veränderung. Ich habe mir eine Grafikkarte gegönnt, da ich die Renderung beim Livestream über die Grafikkarte laufen lassen möchte. Zumal ich ja hier schon den Shader über die Grafikkarte laufen lasse, über das Grafikkartenprogramm von Nvidia. Brauche ich hier nicht nochmal extra einen Shader zu installieren. Meistens habe ich alle in diesem Programm schon mit drin. Natürlich habe ich die ganze Sache gemacht mit Hilfe meines Sohnes. Er kennt sich damit wesentlich besser aus wie ich. Naja, nicht so bewandert. Sagen wir mal so, drücken wir mal so aus. Ich weiß, dass, also mein Sohn meinte, die technischen Voraussetzungen von dieser Grafikkarte erlauben mir definitiv einen Livestream. Das sollte auf jeden Fall funktionieren, meinte. Ja, und diese würde ich halt ganz gerne mal ausprobieren wollen. Jetzt macht er. Sehr schön. Besser ist das. So, dann fahren wir mal zum Hof. Holen wir mal den Zeta. Brauchen wir noch ein kleines Gegengewicht. Auch am Hof. So.
Gärtner. Und weg damit. So, heute geht mal das Video ein kleines bisschen länger, weil auf jeden Fall möchte ich mit euch zusammen noch anfangen mit dem Zetern. Also irgendwie ist das hier schon eigenartig. Alle weg. Und jetzt können wir wieder. So, stellen wir gleich wieder ein hier. Dann holen wir uns als allererstes erstmal den Frontgewicht. Der Zeter steht da vorne. Die CU sollte hier auf jeden Fall reichen. 1,1 Tonnen. So. Und dann flachen wir das dieses Stück mal aus. Dann wollen wir noch den ganzen Mal durch.
So. Die machen wir jetzt noch gemeinsam. Und dann werden wir mal heute Feiern machen. Selbstverständlich nur hier. Ich mache die Kurve hier mal fertig. Dass wir einmal wenden fertig haben. Jetzt fahren wir nochmal in die Bahn. Die nächste. Und dann so, meine Lieben, wie gesagt, ich mache das hier noch fertig. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten und fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid dann in der nächsten Folge wieder mit dabei, wenn es denn hier auf der Ellerbach mit weitergeht. Wie gesagt, würde mich auch freuen, wenn ihr denn zukünftig in die Livestreams einschaltet. Bis dahin sage ich bye bye, euer Agrargamer.